Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen krassen geistigen Folge Alan Wake mit. Barry Ja. hatte am Telefon über Vögel gesprochen. Ja, Vögel. Barry vor den Vögeln retten. Kuscht! Geht! Oh. Scheiße. Ah, muss ich nachladen. Ah, komm noch mehr! Oh! Ah, du Scheiße! Eine sehr miese Situation hier gerade. Kannst du jetzt bitte aufmachen? Ich hab gar nichts mehr. Sehr viel an. Und noch mehr. Lass mich doch verarschen. Barry, du kannst die Tür aufmachen. Die sind weg. Hey, Alan. Es tut mir echt leid, dass ich dachte, du wärst durchgeknallt, Mann. Oh Mann. Ich schickte Barry in die Stadt, um nach einem Mann zu fragen, auf den meine Beschreibung des Entführers passte. Er sollte sich das Archiv der Lokalzeitung ansehen. Vielleicht konnte er was herausfinden. Irgendwas über die verschwundene Insel und die Hütte. Der Mann wollte ein Manuskript. Ich musste eins schreiben, um Alice zurückzubekommen. Für mich war das Übernatürliche immer eine Metapher für die menschliche Psyche gewesen. Etwas, das man beim Schreiben einsetzen konnte. Jetzt passierte das alles wirklich und ich brachte nicht ein Wort zu Papier. Barry Wheeler hier. Hier ist Rose. Rose? Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Oh, Sie wunderbares, kluges Mädchen. Könnten Sie und Mr. Wakes Sie abholen? Ich wohne in der Wohnwagensiedlung vor der Stadt. Wir sind in etwa einer Stunde da. Bis gleich. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Willkommen im Odeon.
gutes Kind. Alan Wake. Kapitel 2 abgeschlossen. Geil. Bisher bei Alan Wake. Alice war entführt worden. Alan, bitte hilf mir. Alice? Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Ich kann es nur meinem Agenten Barry erzählen. Verdammt, Barry, Sie töten sie. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Das Lösegeld ist ein Manuskript, das ich angeblich schrieb und das vor meinen Augen wahr wird. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. So dunkel. Ich habe nur ein paar einzelne Seiten gefunden. Ich will das ganze Manuskript. Die Deadline ist in 2 Tagen. Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Gutes Kind. Wie zum Teufel ist sie überhaupt ans Manuskript gekommen? Ich weiß nicht. Sie hat's einfach drauf. Ich sagte ja, du warst zu hart zu ihr. Übrigens, ich bin bei meinen Recherchen auf ein paar unglaublich interessante Sachen gestoßen. Ja? Mr. Wake, hier ist Sheriff Breaker. Bei mir sitzt ein FBI-Agent. Agent Nightingale. FBI? Er möchte Sie gerne sehen. Sie sollten auf die Wache kommen. Okay, bin gleich da, Sheriff. Beeilen wir uns damit ein bisschen, ja? Kann ich helfen? Ich bin Randolph, der Verwalter. Wir wollen zu Rose, die Kellnerin aus dem Diner. Irgendwie überall Schrottkarren. Ja, nettes Mädchen. Und wer sind Sie? Ich bin Alan Wake. Der Schriftsteller, was? Ich habe im Radio gehört, dass Sie hier sind. Na, ich zeige Ihnen Ihren Wohnwagen. Rose ist ein nettes Mädchen. Zahlt immer pünktlich die Miete. Wie ich schon sagte, Al, ich habe ziemlich viel merkwürdiges Zeug im Archiv der Lokalzeitung gefunden. Dieser Ort ist verrückt. Verschwundene Leute, mysteriöse Todesfälle, moderne Legenden, die wahr werden. Und das meiste davon hat sich in der Gegend vom Cauldron Lake abgespielt. Tja, da haben Sie recht, Mister. Die Indianer glaubten, der See wäre ein Tor zur Unterwelt. Ich bin eher der gottesfürchtige Typ. Ich glaube nicht, was Ja, okay. Es gab da jedenfalls eine Insel, die einem Typen namens Thomas Zane gehört. Begeisterter Taucher. So begeistert, dass die Insel schließlich Divers Isle genannt wurde. 1970 brach der Vulkan unter dem See aus und Zane ging mit der Insel unter. Ja, verrückt. Morgens war er einfach da, als sei er vom Himmel gefallen. Aber es würde einen Tornado brauchen, um so etwas anzuheben. Verdammtes Glück, dass er keinen Wohnwagen getroffen hat. What the fuck? Und sie wohnt direkt neben sowas? Was ein Glück, dass sie nicht stirbt, ne? Wie weit willst du uns noch mitnehmen? Aus dem Ort. Barbara Jagger war nur eine Woche vorher im Cauldron Lake ertrunken. Sie waren ein Paar. Klar, Jagger ist hier die Gruselgeschichte. Die kratzende Hexe. Sie holt einen in der Dunkelheit. Kindisches Zeug halt. Aber jetzt, komme ich zum allerbesten. Oh, es geht noch weiter hier hinten. Alle diese Artikel wurden von Cynthia Weaver geschrieben. Ich habe mich umgehört und sie ist diese verrückte alte Obdachlose. Was, die Lampenlady? Ist manchmal ein bisschen verrückt, aber... Die ist nicht obdachlos oder so. Ja, jedenfalls kannte sie Jagger und Zane, bevor beide umgekommen sind. Danach hatte sie eine Art Kollaps. Wer weiß, vielleicht ist sie das Licht, weil ich meine,
Sie hat ihm am Anfang einen Tipp gegeben, geh nicht in die Dunkelheit. Die Dunkelheit verrät euch was Böses. Ich meine, da haben wir auch die alte Knackerin gefunden, die uns in die Dunkelheit geführt hat. Und wir haben dann gegen die Schatten gekämpft und sind drei so fast aufgegangen. Darf ich fragen, was Sie von ihr wollen? Wir wollen nur mit ihr reden, Kumpel. Klopfen. Sie haben ein Manuskript? Oh ja. Ja? Bitte kommen Sie herein. Du Scheiße. Hey, das ist ja echt gut. Rose. Ja? Mein Manuskript. Ich brauche es wirklich. Ich habe verstanden. Ich weiß, was Sie brauchen. Eine Muse, die Sie inspiriert. Arthur Barry. Sie hat überhaupt nichts. Ja, ja. Barry! Was? Was? Es ist hinter ihm her, versteckt unter Barbaras Haut. Ich bin zu schwach, es aufzuhalten. Machen Sie das Licht an. Ich habe versprochen, vorbeizukommen. Zu Ihnen und Ihrer Frau. Man muss beenden, was man angefangen hat. Ich bestehe darauf. Sie müssen das Licht anmachen. Das Licht anmachen. Ah. Zurück an die Arbeit. Was? Wie zum Fick bin ich jetzt hier hoch? Wie bei einem Kater. Nur die Wut hielt mich aufrecht. Ich kann Realität und Traum nicht unterscheiden. Aber eine imaginäre Lektorin hilft mir. Eine alte Frau in einem Trauerkleid. Ich nenne sie Barbara Jagger. Sie ist sehr streng. Ich schreibe immer schneller. Mein Manuskript wird stark überarbeitet. Es wird immer extremer, immer weniger von mir und immer mehr von ihr. Ich hasse es, aber ich weiß, sie hat recht. Sie sagt, dass ich so Alice retten kann. Sie weiß mehr als ich über die komplizierte Beschwörung, die ich vorhabe, über diesen Ort. Sie hat so etwas mit einem anderen Autor schon einmal gemacht, mit Thomas Zane. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Ich bin nah dran, ich fühle es. Ist das nicht so gesagt das Finale von Alan Wake? Rose hatte mir einen Tag gestohlen. Mir blieben weniger als 12 Stunden bis zum Treffen. Ich konnte nur Barry ins Auto packen und mir unterwegs einen Plan ausdenken. Barry war erledigt. Er war zu schwer zum Tragen. Ja, genau. Ich hätte mehr Geld verdient. Sie ist so verdammt gut. Willkommen im Odeal Diner. Was darf ich Ihnen bringen? Kaffee? Irgendwie konnte ich Rose nicht wirklich hassen. Etwas benutzte sie, um mich zu bekommen, und hinterließ Spuren. Das erste Nachfüllen ist kostenlos. Milch und Zucker stehen da drüben. Möchten Sie das Tagesangebot hören? Danke. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Alter. Meine Waffe und meine Taschenlampe waren weg. Ein Manuskript. Randolph ruft die Polizei. Randolph mochte Rose, ihr kleines Lächeln, wie süß sie noch war, obwohl das Leben so sehr versucht hatte, sie zu verbittern. Es ging ihn nichts an, was sie in ihrem Wohnwagen trieb, aber diese Fremden, der Schreiber und sein vorlauter Partner, sie sahen nach Ärger aus und waren dort nun schon seit Stunden drin, dabei schlief sie sonst um diese Zeit. Er rief das Büro des Sheriffs an. Ja, wow. Die Hauptmanuskriptseite so gesagt. Barry möglichst schnell irgendwie ins Auto kriegen. Die Zeit drängt. Da stand was von Polizei. Das kann jetzt schwer werden. Ich war gerade kurz.
frische Luft schnappen und ich sage euch, das Wetter wird heftig. In Nächten wie dieser bin ich besonders froh, hier im Studio und nicht zu Hause zu sein. Bei einem solchen Wetterumschwung wälze ich mich nur hin und her, an Schlaf ist nicht zu denken. Ich quäle mich mit düsteren Gedanken herum, die manchmal sogar in Albträumen enden. Geht es nur mir so? Vielleicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich euch die Nacht etwas angenehmer machen kann. Hallo, Sie sind auf KBFFM. Hey, Pat, hier ist Walt Snyder. Ah, was gibt's, Walt? Naja, ich bin nicht wie Sie, aber, tja, ich kann auch nicht schlafen. Ich habe hier aus dem Fenster gestarrt und versucht, das alles zu kapieren, aber, ich habe auch nicht getrunken. Ich habe nur... Ja, Sie klingen, als hätten Sie Probleme, Walt. Ich habe davon gehört, Walt. Ja, aber wissen Sie, Danny ist mein bester Freund. Und ich durfte heute auf Kaution raus. Und jetzt sitze ich hier allein am Fenster und warte. Mann, heute liegt irgendwas in der Luft. Ja, ich war gerade draußen und habe mir den Himmel über dem Studio angesehen. Da musste ich dasselbe denken. Worauf warten Sie, Walt? Ich weiß nicht. Irgendwas wird passieren. Ich sollte besser hier verschwinden. Hey, Walt, vielleicht... Nein, danke, Pat. Ja, dann viel Glück, Walt, und nicht unterkriegen lassen. Machen wir eine kurze Pause. Das Wetter macht dann wirklich fertig, was? Ob das Wetter ist, das ist echt schwer. Das ist richtig unklar. Das ist nicht das Wetter hier. Oh, jetzt haben sie es. Das sind so Arschgesichter. Gott weiß, was sie mit dem Mädchen gemacht haben. Hier ist Agent Nightingale, FBI. Hände hoch, Hemingway. Sie sind verhaftet. Eine Bewegung und ich schieße in ihre verdammte Fresse. Bleiben Sie, wo Sie sind, Villain. Das ist so ein Arschloch. Ich stehe hier, Sie gottverdammter Vollidiot! Das ist so ein Arschloch. Sorry, aber es schießt. Ich bin Barry nur ungern zurück, aber ich durfte das Treffen mit den Entführern nicht verpassen. Geben Sie auf, Mr. Wayne. Gerade kann ich nicht viel mehr machen, als nur wegzugehen. Mich aus deren Scheißjäger raus. Los, Leute, wir müssen ihn abfangen. Die das Dunkle schläft. Dann hatte das Dunkel in Gestalt von Barbara Jagger unruhig in seinem dunklen Heim und Gefängnis geschlafen. Es war hungrig und gequält. Es träumte von den glorreichen Nächten, als der Dichter es aus der Tiefe rief. Und ihm einen kurzen Vorgeschmack auf Macht und Freiheit gab. Die Rockstars hatten es aus dem Schlaf erweckt,
in dem es der Dichter letzthin versenkt hatte. Als es den Autoren auf der Fähre spürte, schlug es die Augen auf. Jetzt mal, es hat ihn also gespürt, als er raufkam. Das heißt, nur wegen ihm passiert das alles, oder was? Tja. Würde man sagen, danke, ihr Dämonen. Mal schnell ein Manuskript holen. Und dann hören wir uns kurz. Ja, wir hören uns kurz zusammen. Rose wusste nicht, wie die seltsame Alte in ihren Wohnwagen kam. Sie sah falsch aus. Die Frau zeigte bei ihrer Version eines Lächelns die Zähne und strich ihr mit einem Finger über die Wange. Hübsches Mädchen, sagte sie. Rose war, als würde sie einschlafen, aber ihre Knie knickten nicht ein. Die Alte flüsterte ihr ins Ohr. Worte, dunkel und kalt wie Eis. Dunkel wie Eis. Ende.